Hallo, ihr wundervollen Menschen, und ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo, warum es hier auf dem Kanal gerade so eine Flaute ist mit Videos und was jetzt auch in der Zukunft passieren wird. Keine Angst, es ist nichts Schlimmes. Also es ist nicht so, wie als ob, keine Ahnung, mir die Arme abgefallen sind, denn die sind noch dran und auch Bella hat sie mir nicht abgehackt. Nee, das hat ganz andere Gründe. Was ist los? Also, ich fange einfach mal so an. Die Saison war vorbei. Wir haben den Livestream gemacht mit meinem lieben Bruder zusammen. Und da habe ich ja angekündigt, dass ich ein Video machen werde über die komplette Saison nochmal als eigenständiges Video. Jetzt ist die Sommerpause mehr als zur Hälfte gefühlt rum. Und ja, noch immer kam das Video nicht. Was ist also los? Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich wie ein ausgequetschter Schwamm. Körperlich habe ich gerade mit dem einen oder anderen zu kämpfen und auch geistig, kreativ bin ich einfach komplett ausgelaugt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich komme von der Arbeit nach Hause, setze mich hin und will was machen. 5 Minuten bin ich dran und dann, ja, ne, keine Motivation mehr, keine Ideen mehr, kein gar nichts. Und ich habe auch für dieses Video hier wirklich lange nachgedacht, ob ich das Ganze überhaupt mache. Aber ihr als eine wirklich grandiose Community habt es verdient zu hören, was einfach gerade abgeht. Und das ist tatsächlich das Riesenproblem. Es gab ja jetzt irgendwie dieses, nochmal den Teil vom Friemabels Haus, 2 Rammstein-Konzerte und sonst irgendwas. Das ist ja nicht schwer, ne? Man klatscht die Sachen zusammen, man rendert die, fertig. So, jetzt möchte ich aber zum Beispiel das Saisonrückblicksvideo, das ist ja viel mehr, das sind ja die Statistiken, Tabellen und das Ganze drumrum, das soll ja nach was aussehen. Da habe ich einen Anspruch an mich, an das Video und ihr habt einen Anspruch an das Video und an mich. Und ja, ich möchte das nicht so larifari einfach irgendwie machen und dass es gemacht ist, sondern wenn, dann möchte ich das schon richtig machen. Aber ich fühle mich gerade irgendwie nicht fähig, das zu tun. Ein ganz kurzer Einschub an dieser Stelle. Selbstverständlich geht es nicht nur explizit um das Saisonrückblicksvideo, sondern um Clips im Allgemeinen. Da ich gerade aber über dieses Thema sprach, habe ich dieses als Beispiel genommen. So, jetzt geht es weiter mit dem Video. Ich will jetzt nicht sagen Burnout oder sowas, aber ich bin doch ziemlich erledigt gerade und möchte mir jetzt einfach die kommende Zeit nehmen auch noch, um für die anstehenden Aufgaben, sprich zweite Liga, wieder Kraft zu schöpfen, damit es auch so wird, wie ich das möchte. Dementsprechend möchte ich mir einfach etwas Pause nehmen bis zum Spiel gegen Hannover 96. Mal Ruhe haben, Ruhe finden, aber keine Sorge, das versprochene Video über die Transfers, das kommt auf jeden Fall, denn da freue ich mich schon drauf, das ein oder andere Wort mit euch gemeinsam über die Spieler zu sprechen, denn das ist ja doch schon richtig krass, was da Neues kam. Freue mich auch schon sehr drauf. Bis dahin wird es also erstmal etwas ruhiger hier sein. Wenn ihr aber trotzdem ein paar Eindrücke haben wollt, was wir so treiben, wie Bella und ich, denn nächste Woche ist unser Hochzeitstag. Da sind wir 2 Tage im Moviepark und einen Tag im Zoo Gelsenkirchen, heißt es, glaube ich. Da ist unten in der Beschreibung, und ihr wisst, ich mache niemals Werbung dafür, unser Instagram verlinkt. Und da werden wir dann auf jeden Fall das ein oder andere Bild, vielleicht auch ein kurzes Video hochladen. Würde mich also freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur sagen und hoffe da echt auf euer Verständnis. Denn wenn ich etwas mache, dann sollte es auch wirklich ordentlich sein. Ansonsten bringt es meines Erachtens nach auch nichts. So viel von meiner Stelle. Jetzt wünsche ich euch aber eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir uns dann bei irgendeinem Stream wieder gegenseitig motivieren und uns zum Lachen bringen und gemeinsam Siege feiern oder uns über wir verlieren einfach nicht oder gemeinsam im Block stehen und alles für den FCK geben oder uns sonst irgendwo auf dieser wunderschönen Welt treffen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ich würde sagen, wir sehen uns im Block. Oder sonst wo.